Guten Morgen. Bin hier eigentlich nur kurz, um sicherzustellen, dass alle wach sind. Modeblogger aller Fashion-Arten, vereinigt euch. Man sieht, es geht hier um Modeblogging, weil so früh und soweit ich erkennen kann, kein einziger Jogginganzug mehr. Modeblogger, vereinigt euch. Und Anna Wallberg hat eine spannende Gruppe zusammengestellt, die sich gleich auch noch selbst vorstellen werden, um darüber zu diskutieren, ob Netzwerke mit Konzernen oder eigene Netzwerke, die der Weg sind, um das Modeblogging in Deutschland zu professionalisieren. Und deswegen gar nicht lange warten. Ich sehe da noch zwei, drei Leute rein. Bitte setzen. Jeder wach. Anna Wallberg. The stage is yours. Grüß, ne? Also. Ja, natürlich. Sucht euch einen Platz aus. Ich muss hier vorne hin. Hallo? Wir verdecken jetzt leider den Bildschirm ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Also auch nochmal von mir herzlich willkommen und guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne, dass sich meine Co-Speaker mal kurz vorstellen. Ja, ich fange an. Ich bin der David. Ich habe einen Modeblog gemeinsam mit einem Kumpel von mir. Das ist der Jakob, der ist heute nicht hier, aus Hamburg. Und bei Dandy Diary konzentrieren wir uns im Grunde genommen auf Männermode und das seit 4 Jahren und man hat sich von Anfang an genau auf das Thema spezialisiert und insofern vielleicht eine Nische belegt frühzeitig und das hat wahrscheinlich den Erfolg ausgemacht. Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Katja Dahlhöfer. Ich bin Vice President bei Glam Media Deutschland. Ich habe eine eigene Firma gehabt, die ich im Jahre 2008 an Glam verkauft habe im internationalen Rollout und habe Glam hier in Deutschland mit aufgebaut. Und wir haben im Moment ungefähr 200 Blogs in der Vermarktung von über 400 Webseiten, die wir vermarkten und davon sind ein Großteil Fashion-Blogs. Ja, guten Morgen, Jakob Adler heiße ich. Ich arbeite in Hamburg in einer Social-Media-Agentur und habe im August letzten Jahres mit meiner Freundin Anna Frost, die auch seit 7 Jahren zum Thema Fashion bloggt, die Agentur Monochrome gegründet, die sich mit Blogger Relations beschäftigt und wir haben im, zum Beispiel überlegen, Februar das MuseNet gegründet, ein Fashion-Blog-Netzwerk bestehend aus 4 Blogs. Hallo, ich bin Katja Schweizberger. Ich blogge seit knapp 1,5 Jahren für den Modeblog Le Mats, der von Julia Knolle und Jessica Weiß gegründet wurde. Ich habe davor 4 Jahre lang privat gebloggt. Zu Le Mats gehört auch ein Netzwerk, das im Moment weniger aktiv ist, das aber von Jessica Weiß vor ein paar Jahren gegründet wurde und mit ihr dann eben auch leider die Netzwerkblogger sich teilweise verabschiedet haben. Aber wir wollen das Netzwerk jetzt auch wieder aufbauen. Ja. Hallo? Okay, bevor wir mit unserer Diskussionsrunde beginnen, würde ich gerne zur Einstimmung, wollte ich gerne die Frage stellen, was haben diese beiden Personen gemeinsam? Abgesehen davon, dass beide große Sonnenbrillen mögen und in der Modebranche arbeiten. Im Jahr 2009 war die große Diskussion, dass beide in Front Rows saßen und heute ist die überraschende Gemeinsamkeit, dass beide für das gleiche Unternehmen arbeiten. Denn der Blog von Brian Boy, der eben rechts im Bild war, ist Teil des Netzwerks Now Manifest und das wiederum gehört seit Mai 2012 zu Fairchild Fashion Media, was wiederum zu Condé Nast gehört, also dem Verlag, bei dem auch die amerikanische Vogue erscheint, für die Anna Wintour arbeitet. Now Manifest ist ein ganz spannendes internationales Beispiel, das ich gerne zur Einleitung mal zeigen wollte. Das wurde von Elin Kling, einer schwedischen Bloggerin, und Christian Remröth gegründet. Und es ist eben, wie gesagt, seit Mai 2012 Teil von Condé Nast. Das Gesicht von diesem Netzwerk ist die Bloggerin Elin Kling, die
eigentlich spätestens seit diesem Deal mit Fairchild Fashion Media als, ja, als eine der erfolgreichsten Modebloggerinnen international gefeiert wird, weil sie eben diesen Sprung geschafft hat von der kleinen Bloggerin zu einer international erfolgreichen Unternehmerin. Und insofern ist sie auch, denke ich, für viele Modeblogger ein Vorbild. Und sie selber sagt halt über dieses Netzwerkmodell, dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist, weil eben alle von diesem Traffic des Netzwerks profitieren. Sie hat kürzlich in einem Interview mit der FAZ über sich selbst gesagt, I am the queen of commercial, was also zeigt, dass sie wirklich mittlerweile ihren Blog als, also sieht man auch an ihren Kollaborationen und an ihren ganzen Projekten, dass sie wirklich sehr viel Geld über ihren Blog verdienen kann. Ihr war es aber auch wichtig zu betonen, dass ihre Inhalte unabhängig sind und dass sie eben keinen gekauften Content hat. Alles schön und gut und sie wurde dann, wie gesagt, dafür auch sehr gefeiert, war sehr viel in den Medien. Und dann gab es aber in den letzten Monaten eine ganz interessante Entwicklung. Dann hat sie nämlich auf einmal diesen Post gebracht im März, wo es um ein Hautreinigungsgerät geht und sie schreibt, das entfernt so und so viel Prozent mehr Hautunreinheiten als herkömmliche Reinigungsmethoden, bla bla. Also ein Advertorial, was sie aber nicht gekennzeichnet hatte. Und daraufhin, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, gab es halt von ihren Lesern ziemlich harsche Kritik, dass die Leute geschrieben haben, das ist doch ganz offensichtlich Werbung, warum kennzeichnest du das nicht? Und wenn du schon sagst, dass du es benutzt, dann zeig uns doch wenigstens ein Foto von dir, wie du es benutzt. Oder jemand anderes hat geschrieben, ja, sie nennt sich ja die Queen of Commercial, also wundert euch auch nicht, wenn sie Werbung platziert. Und darauf gab es dann wiederum Kritik, dass sie ja Werbung platzieren kann, dass sie es aber doch bitte schön transparent machen soll und eben auch kennzeichnen soll. Und tatsächlich gab es dann Leser, die gesagt haben, deine Glaubwürdigkeit sinkt, wenn du deinen Blog auf diese Weise kommerzialisierst und wenn du auf diese Weise Werbung schaltest. Anstatt dass sie dann reagiert und dann vielleicht mal was kommentiert oder sich entschuldigt, macht sie dann einfach so weiter und bringt im April einen anderen Post über ein Parfum, schreibt es dann wieder so ähnlich. Dann kommen die gleichen Kommentare, dein Blog ist ja nur noch Werbung und früher war es mal originell und früher haben wir es gerne gelesen, jetzt wird das alles zu viel, sagen die Leute. Oder eben nur weil dein Blog kostenlos ist, heißt es ja nicht, dass du nicht transparent sein musst, wenn du Werbung schaltest. Genau, und dann beschweren sich die Leser sogar darüber, dass die Produkte zu teuer wären, dass sie sich nicht mehr damit identifizieren können und sagen, dass sie lieber gerne mehr von der Bloggerin selber sehen wollen und dass dieses Product Placement für sie ja total uninteressant ist. Also es geht noch ganz lange so weiter, wer kann sich das überhaupt leisten, fragen sie. Und dann kommt eben auch die Kritik, dass Elin selber nicht mehr auf diese Kommentare reagiert. Also sie schaltet diese Werbung, kriegt Kritik und antwortet oder reagiert überhaupt nicht. Ja, genau. Das wollte ich euch nur mal zeigen, weil ich finde, dass es ein ganz spannendes Beispiel dazu ist, wie sich ein Blog oder ein Netzwerk entwickelt über die Zeit. Und ja, jetzt wollen wir uns natürlich auf die Situation in Deutschland konzentrieren, deshalb haben wir ja auch diese Runde hier auf der Bühne. Vielleicht, David, ist so ein Beispiel wie das, was wir gerade gesehen haben von Elin Kling, ist das ein Grund dafür, warum Dandy Diary wieder unabhängig ist oder alleine dasteht, in Anführungsstrichen? Hast du Angst oder habt ihr Angst gehabt, dass euer Blog nachher sonst das gleiche Schicksal erleidet? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, unabhängig ist Dandy Diary auch nicht. Und wenn man in der Modebranche Geld verdienen will, Erfolg haben will, dann bist du natürlich nicht zu 100% unabhängig. Aber ich denke, dass Dandy Diary unabhängiger ist als die meisten Modemedien. Und natürlich, wenn man, wir waren ja bei Clam und wir hatten auch überlegt, in das Musenet reinzugehen lange Zeit. Aber wenn man hineingeht in ein Netzwerk, ich bin nicht komplett gegen Netzwerke, gibt sicherlich viele Vorteile, dann wirst du natürlich tendenziell eher abhängiger. Weil klar, wenn ich jetzt im Netzwerk bin, beim Usenet, dann gibt es einfach bestimmte Kunden, Werbekunden, die bei anderen Blogs laufen, die man über alle Blogs laufen lassen will und gegen die dürfte man dann zum Beispiel ja nicht schießen, auch wenn man Bock drauf hätte. Und insofern würde man ein Stück weit
seine Unabhängigkeit verlieren. Für uns ist es nicht ausgeschlossen, in ein Netzwerk zu gehen und den Kompromiss einzugehen, aber da müssten einfach die Bedingungen stimmen und die Faktoren, uns dazu zu bewegen, müssten dann halt dementsprechend sein, damit sich das wieder rentiert, dass man ein Stück weit wieder was aufgibt. Also du glaubst auch, dass man aber durch ein Netzwerk durchaus was aufgeben, das funktioniert nicht mehr, dass man durch ein Netzwerk, glaubst du, dass man dadurch was aufgibt, was eigentlich die Essenz von Blogs ist oder die Prinzipien von Blogs, für die Blogs ursprünglich gefeiert wurden, diese Unabhängigkeit, diese freie Meinungsäußerung, also dass man die ein Stück weit aufgibt, wenn man jetzt den Weg einschlägt, sich zu professionalisieren? Das würde ich so auch gar nicht sagen. Ich meine, das geht ja auch einher, wenn ich alleine ohne Netzwerk agiere und Geld verdienen will. Oder ich meine, auch andere bekannte Blogs, die nicht in einem Netzwerk fungieren, sind natürlich, wenn die Kohle verdienen oder richtig Advertorials reinhauen, dann verlieren sie natürlich auch unabhängig. Ich glaube, das ist unabhängig wiederum vom Netzwerk. Aber was ich meinte, ist einfach, was ich vorhin schon erläutert habe, dass man, dass der Druck größer wird, über bestimmte Marken gut zu berichten, wenn ich in einem Netzwerk bin, das ist ganz klar. Jakob, wie siehst du das denn als Mitgründer von MuseNet? Die Blogs, die bei euch mit dem Netzwerk sind, bekommen ja ein monatliches Gehalt, also quasi wirklich ein regelmäßiges Einkommen. Entsteht nicht dadurch, wenn dann Werbekunden nicht nur ab und zu mal einen Banner schalten oder eben das alles sehr fragil ist, sondern wenn es feste Vertragsverhältnisse sind. Ist das so, wie jetzt David auch angesprochen hat, dass da eine gewisse Abhängigkeit zwischen Werbekunden und Bloggern entsteht? Naja, es entsteht erstmal eine Abhängigkeit zwischen den Bloggern und dem Netzwerkbetreiber. Wir sind natürlich genauso abhängig von den Blogs, dass die regelmäßig schreiben. Die können natürlich jetzt auch sagen, so jetzt bekomme ich regelmäßig mein Geld, jetzt reicht es auch, wenn ich einmal die Woche schreibe. Das ist halt Grundbedingung in einem Netzwerk, dass man da gemeinsam unterwegs ist. Ob man sich von Werbekunden abhängig macht, das glaube ich eher nicht. Also letztlich, die Werbebanner finden so oder so statt, egal über wen man sich vermarktet. Und es ist ja auch bei Advertorials so, ein Unternehmen, das kann so einen Artikel, wenn es will, kaufen, aber es kann natürlich nicht die Meinung kaufen. Und es ist natürlich auch so, wenn da eine größere Anfrage kommt von, ich sage jetzt mal, Mineralwasserhersteller XY, dann sprechen wir natürlich mit den Bloggern und sagen, hier, da ist die und die Anfrage, habt ihr da Lust drauf, ist das was für euch? Und wir haben auch schon Kunden abgelehnt, weil wir einfach von den Bloggern das Feedback hatten, das können wir nicht bringen. Wie läuft denn da genau die Zusammenarbeit? Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ihr jetzt als Netzwerk macht, wie euer Modell so aussieht, die Zusammenarbeit mit den Bloggern. Wir machen im Prinzip zwei Dinge. Wir machen zum einen das Thema Blogger Relations, das heißt, Unternehmen XY will eine Veranstaltung durchführen oder will mal was mit Bloggern machen und weiß aber nicht genau wie, will vielleicht mal Pakete rausschicken und weiß aber nicht was und sagt dann, hey, wir haben eine super Idee, wir schicken unser Produkt jetzt an 50 Blogger und dann funktioniert das. Und dann sagen wir, Moment, wir beraten euch da, überlegen vielleicht mal, ob es nicht eine sinnvollere Aktion gibt und wählen dann auch die Blogs für die aus. Und zum anderen haben wir eben das Netzwerk, wo wir die Werbeflächen vermarkten und wo wir auch dann für die Blogs im Netzwerk spezielle Aktionen an Land ziehen. Das heißt, wir gehen auf Unternehmen zu und sagen, wir haben hier dieses Netzwerk mit der gemeinsamen Reichweite und wir haben die und die Möglichkeiten, dich in dieses Netzwerk reinzubringen. Siehst du dann euren Bonus oder das Plus, was ihr den Bloggern bietet, in der Reichweite oder eher in den Kontakten und den Verträgen, die ihr dann organisiert? Also was wir den Unternehmen bieten, ist die gebündelte Reichweite, dass sie eben nicht mit 4, 5 einzelnen Blogs kommunizieren müssen, sondern dass es über eine zentrale Stelle geht und den Bloggern bieten wir im Prinzip die Sicherheit, dass wir uns darum kümmern und natürlich ist es auch eine Arbeitsentlastung. Also wer
professioneller bloggt, bekommt pro Tag, ich weiß nicht wie viele E-Mails mit den wildesten Kooperationsanfragen. Und wenn wir das vorfiltern, das organisieren und uns um die Timings kümmern und so weiter, dann ist das natürlich eine Entlastung für die Blogger. Katja, ist das im Vergleich zu dem Modell von Glam, was jetzt ja schon seit einigen Jahren international erfolgreich läuft, ist das, seht ihr das als eine Konkurrenz oder wie reagiert Glam jetzt darauf oder muss Glam darauf reagieren? Nein, wir sehen das nicht als Konkurrenz, weil letztendlich alles, was mit Bloggern zu tun hat und was der Industrie und dem Werbemarkt das Thema Blogging näher bringt, das tut uns allen nur gut. Ja, und ich glaube, ihr habt 5 Blogger in eurem Netzwerk, wir haben, oder so in dem Dreh, ja, 4, okay, wir haben 200, also deswegen kann man jetzt sagen, wir zittern noch nicht so sehr davor. Ja. Letztendlich ist es so, alles, was dazu beiträgt, den Markt zu professionalisieren, und dazu zählen einfach Measurements wie Zähltools, weil die Kunden immer mehr fragen, was bringt mir das denn jetzt? Ja? Was ist jetzt eigentlich mein Mehrwert? Was ist mein Nutzen? Ja? Sind das jetzt die Kommentare? Das kann es eigentlich nicht sein, weil ehrlich gesagt neigen die Deutschen auch so ein bisschen dazu, immer irgendwas so ein bisschen mies zu reden. Also, dass jemand sagt, toll, das Parfum, das habe ich auch, das duftet super. Das schreibt man selten. Ja? Also es wird eher gemeckert und dann hängen sich 2 andere dran und sagen, ja, finde ich auch scheiße, warum machst du das? Und dann sagt ein Kunde, und das war jetzt ein erfolgreiches Programm, also das kann es nicht sein. Deswegen arbeiten wir da dran. Beziehungsweise wir haben jetzt ein Measurement-System, das wir aus Amerika nach Deutschland gebracht haben, und das es uns wirklich sehr erleichtert, mit großen Kunden, wir hatten jetzt ein großes Bloggerprogramm, gerade mit Coca-Cola, mit über 40 Blogposts zusammenzuarbeiten, die dem Thema Blogging immer so ein bisschen verhalten entgegenstanden. Aber um nochmal das Thema der Glaubwürdigkeit anzusprechen, weil ich komme jetzt drauf, weil ja auch Anna Frost MuseNet oder die Gründung von MuseNet mit damit begründet hat, dass eben bei so einer großen Vermarktung wie Glam oft so ein Glaubwürdigkeitsproblem entstehen kann, wenn dann vielleicht eine Kooperation mit einer Marke zustande kommt, die nicht wirklich zum Blog passt und der Blogger sich nicht mehr so mit identifizieren kann. Dann hat sie das in der Zusammenarbeit mit Glam vielleicht nicht richtig verstanden, weil es ist de facto so, dass wir immer jeden Blogger fragen, möchtest du was zu dem Produkt schreiben? Kannst du was damit anfangen? Und vor allen Dingen, kannst du was Positives dazu schreiben? Weil natürlich ist es eine Auftragsproduktion. Also wenn jemand sagt, ich kann was dazu schreiben, aber ich finde es blöde, da zahlt kein Kunde dafür. Also zum Beispiel so ein Reinigungsgerät, das haben wir jetzt auch gerade in der Verlosung. Ja, also in der Verlosung auch. Wir verlosen tatsächlich ein paar, aber wir arbeiten gerade mit 5 ausgewählten Beauty-Bloggern in dem Bereich zusammen, die das aber tatsächlich auch testen und sich dabei fotografieren, weil das war wirklich ein berechtigter Einwand, ja, von den Usern. Wenn ein Blogger sagt, nein, ich kann nicht darüber schreiben, weil zum Beispiel ich bin vegan und mag nicht über McDonald's schreiben, ja, auch wenn die eine super Sonderaktion haben oder so, dann bieten wir diesen Blogger nicht dem Kunden an, weil was wir immer gewährleisten ist, dass die Berichterstattung positiv ist, aber in der Tonality des Blogs, also es muss dazu passen, wie ein Blogger schreibt, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und das sind dann auch immer so ein bisschen die Sachen, die negativ aufstoßen bei den Usern, wenn sie sagen, ey, der verbiegt sich doch da aber gerade. Ja? Und es muss gekennzeichnet sein. Es gibt in Deutschland die Kennzeichnungspflicht, die dann entweder brought to you, powered by oder wie auch immer unten unter dem Blogpost gekennzeichnet ist, und insofern muss sich bei uns kein Blogger verbiegen, er hat immer die Möglichkeit, das abzulehnen, also verkaufte Blogposts. Katja, du kennst ja von Bees and Balloons und dann auch jetzt durch schon seit einer Weile durch die Mitarbeit bei Le Mats oder die, was du ja eigentlich hauptsächlich machst, kennst du ja quasi so beide Seiten, um es mal so zu nennen, beziehungsweise du kennst so kleinere Blogs, aber du kennst auch einen ganz großen. Wie bewertest du denn die Situation? Findest du, dass man als Blogger eine professionelle Vermarktung oder eventuell ein Netzwerk braucht, um von seinem Blog leben zu können? Ich denke, man braucht es nicht. Also das zeigen ja auch internationale das Netzwerk braucht man nicht. Eine professionelle Vermarktung, denke ich, auf jeden Fall. Aber ein Netzwerk braucht man nicht. Das zeigen ja so Beispiele wie Blonde Salad,
die ja wirklich für sich steht und die sich als Marke aufbaut. Ich denke aber, wenn man vielleicht gerade noch, ja, noch nicht so wahnsinnig groß ist, dann macht es durchaus Sinn, sich mit anderen Bloggern zusammenzuschließen, weil man eben dann eine größere Reichweite hat und eben auch womöglich mehr Kunden ansprechen kann. Also geht es auch über den reinen Traffic-Aspekt hinaus? Also mir bringt jetzt ein Netzwerk mehr als nur Traffic oder ist es letztendlich das, worauf das hinausläuft? So? Ich denke schon, dass es also auch von der Kundenseite her was bringt. Also wenn man im Netzwerk verschiedene Blogger mit verschiedenen Ausrichtungen hat, dann denke ich doch, dass es für einen Vermarkter mehr bringen kann, ja. Und wenn man jetzt, also ich wollte noch mal kurz auf diese, wirklich noch mal kurz auf die Frage zurückkommen von eben, wenn jetzt Blogs in einem Netzwerk organisiert sind oder auch mit so einer Vermarktung und einem Vertrag, also selbst wenn es dann Verträge gibt und selbst wenn die Blogger gefragt werden, möchtet ihr dazu was machen? Es soll aber regelmäßig Einkommen geben, der Blogger soll davon leben können. Entsteht da nicht so ein ähnliches Verhältnis zwischen Blogs und Kunden, wie letztendlich Magazine in einem Verlag haben, die dann auch mit gewissen Kunden Dauerverträge eingehen, auf Werbekonten Rücksicht nehmen müssen? Wird die Situation zwischen Blogs in Netzwerken ähnlich wie Magazinen in Verlagen? Das war ja auch so mit die Leitfrage, die wir irgendwie gemeinsam untersuchen wollen. Seht ihr da Verbindungen oder ist es was völlig anderes? Ja, ich schätze schon, dass das Hand in Hand geht, weil letztendlich, wenn man davon leben möchte und damit Geld verdienen muss, dann lebt man von der Werbeindustrie und da muss man für kontinuierliche Anzeigen einfach was tun und muss entweder über Produkte berichten oder muss so groß sein, dass man sich einfach von der Display-Werbung finanzieren kann, was zusehends schwieriger wird, weil da braucht man eine wirkliche Größe und nicht jeder hat eben eine Größe wie die Chiara von The Blonde Salad, die sich wirklich wahnsinnig professionell vermarktet, wie auch der Brian Boy, die mittlerweile ihr eigenes Management haben. Aber im Übrigen, wir arbeiten mit beiden zusammen, überhaupt keine Probleme haben, über Produkte zu berichten, gar nicht. Also die sind da wenig scheu. Ja? Also es ist immer nur die Frage, wie bringt man das rüber? Letztendlich, wie bindet man das Produkt richtig gut ein? Wie schätzt ihr da die zukünftigen Entwicklungen in Deutschland ein im Bereich der Blog-Szene? Wird das eher, werden sich jetzt ein paar Einzelkämpfer herauskristallisieren? Wird es mehr Blogger-Netzwerke? Es gab jetzt ja auch wirklich in letzter Zeit verschiedene Blog-Netzwerke, die sich gegründet haben, die ähnlich, also MuseNet natürlich, aber auch ähnliche andere Modelle, wo Blogger sagen, wir möchten uns selber um unsere Vermarktung kümmern, wir kennen das aus der eigenen Erfahrung und möchten das jetzt professionalisieren. Wie schätzt ihr das ein? Wie wird sich da die Branche quasi auf dem deutschen Markt entwickeln? Ja, also ich glaube, der Netzwerktrend wird sich weiter fortsetzen. Da werden bestimmt noch ein paar weitere Netzwerke kommen, die sich auch professionell aufstellen werden, auch was die Vermarktung angeht. Wie das dann in 2-3 Jahren aussieht, ob die Netzwerke sich wieder zusammenschließen zu Meta-Netzwerken, wie auch immer, wird man dann sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in einem Jahr oder vielleicht erst in 2 Jahren soweit ist, dass es funktioniert wie in den USA, wo dann Leute wie Man Repeller einfach sagen, so, ich starte jetzt einen professionellen Blog mit einem Businessplan, direkt mit einem vollen Konzept und steigt direkt voll durch. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass professionelle Einzelblogger nach vorne kommen werden. Und es gibt ja mit Sicherheit auch noch viele kleinere Blogs, die wahnsinnig viel Potenzial haben, aber die sich vielleicht noch nicht so trauen, sich zu professionalisieren oder nicht genau wissen, wie oder vielleicht gar nicht erkannt haben, dass sie selber das Potenzial haben. Und die sind natürlich auch für uns interessant. Also wir wollen auch junge Nachwuchsblogs finden und fördern. David, wie schätzt du das denn ein, wenn jetzt, Jakob meinte gerade, dass man auch durchaus sich unabhängig oder alleine auf eigene Faust professionalisieren kann und aus sich eine Marke machen kann. Meinst du, das ist in Deutschland möglich, wie in den USA? Ja, sicherlich ist das möglich, genauso wie in Netzwerken Erfolg zu haben. Aber von ihm ist natürlich die Wortwahl fördern, beschönigend, sage ich mal, weil natürlich auch da der Profit an erster Stelle steht und das Prestige. Insofern muss man ja auch immer
genau hinhören. Aber ich denke, dass es in beide Richtungen möglich ist. Ich bin jetzt auch nicht die Kontraposition gegen Netzwerke. Nur für Danny Dari zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es einfach nicht der richtige Weg oder unter den Umständen, weil man immer wieder versucht, in eine Marke einzuzahlen durch Partys, Events, Projekte etc. Und sich dann ja auch ein Stück weit wieder einreiht, wenn du dich jetzt wieder in ein Netzwerk von 5 Blogs, das ist ja auch eine gewisse Art von Einreihen. Und deshalb war es zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht der richtige Weg. Was die Nachwuchsblogger angeht, natürlich, wenn wir die fördern, wollen wir daran auch mitverdienen. Ich denke, das ist klar, dass wir das nicht aus Nächstenliebe oder Überzeugung machen. Wir haben zwar eine sehr starke Überzeugung, dass Blogs eine ganz große Zukunft haben, aber letztlich müssen auch wir irgendwie Miete zahlen und Gehälter zahlen. Kann auch sein, dass wir daran überhaupt nichts verdienen und in 5 Jahren den Laden zumachen müssen, aber wir glauben einfach mal daran. Das heißt, wenn ich jetzt als Modeblogger davon leben will, dann muss ich auch heutzutage einfach mir ein paar Marken raussuchen, wo ich denke, okay, mit denen kann ich mir Kooperationen vorstellen, mit denen, für die werbe ich gerne und das ist dann die Art, wie das heutzutage läuft. Also sind solche Kritiken, wenn dann so ein Kommentar kommt wie, ja, warum machst du hier Werbung für ein Produkt in deinem Blog? Wir wollen doch deine Outfits sehen und wir wollen auch irgendwie von dir persönlich was lesen, so Online-Tagebuch. Die Zeiten sind dann in gewisser Weise auch passé. Also ich denke, es hängt immer damit zusammen, welchen Stil hat man in seinem Modeblog, weil zum Beispiel die Chiara, die fotografiert sich jeden Tag in irgendwelchen Looks und sagt, hey, wie findest du das? Und jeder sagt, du siehst super aus, ja, toll, amazing, ja. Und also ich lese da nie, hey, dein Nagellack ist blöd, ja, also und die finanziert sich sehr, sehr gut davon. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man seinen eigenen authentischen Stil hat und das macht auch den Erfolg eines Blogs aus, weil wenn man nichts zu sagen hat oder nur irgendwie sich überlegt, was könnte ich denn sagen, was läuft denn gut, das merken die Leser, ja, zum Beispiel. Ein gutes Beispiel, wie funktioniert das in Deutschland im Vergleich zu Amerika, gibt es das hier auch, ist ja das, was die Jessie jetzt mit Janelle gemacht hat. Also die ist, glaube ich, Anfang Oktober gestartet. Im Moment moderiert sie ihre eigene Sendung, die ist einfach sehr gut vertratet. Und der Blog, also da wir ihn auch vermarkten, kennen wir die Kennzahlen relativ gut, bewegt sich explosiv nach oben. Also das, was in Amerika möglich ist, ist natürlich auch hier in Deutschland möglich, gar keine Frage. Man muss es einfach mit einer Expertise zu dem Thema, das man angehen möchte, kontinuierlich dieses Thema Blogging betreiben mit tollen Bildern und da wie bei einem normalen Job eine große Professionalität an den Tag legen, dann kann man damit auch Erfolg haben. Im journalistischen Bereich würde jetzt zu dieser Professionalität ja auf jeden Fall auch gehören, dass ich jegliche Verträge, die es gibt, offenlege, beziehungsweise Geschenke gar nicht annehmen darf. Das war ja... Schmeiß weg. Ja, der Dandy. Kleine Slapstick-Einlage am Morgen. Muss ich als Blogger... Geschenke, das war ja auch eine Diskussion, die passt ja eigentlich ganz gut mit rein, die von vielen großen Bloggern geführt wurde. Muss ich Geschenke oder muss ich Verträge, die es gibt, offenlegen in meinem Blog? Muss ich dann, also Kennzeichnungspflicht gibt es, wenn es ein klares Advertorial ist, wenn dahinter aber irgendwie mehr steht, so ein gutes Verhältnis zur Marke, bin ich in der Pflicht, dass ich das dem Leser sage oder ist das auch Teil des Business, dass es einfach ja, so hingenommen wird und einfach dazugehört, ohne dass man es erwähnt? Also ich finde, das gehört zum guten Ton. Also ich bin der Meinung, dass man vernünftig mit den Leuten umgehen sollte, sei es mit den Unternehmern, den Bloggern oder den Lesern, die in den Diskussionen immer gerne vergessen werden. Und wenn ich meinem Leser ganz klar sage, ich habe das Hemd geschenkt bekommen, ich habe es selbst gekauft, das gehört zum guten Ton, finde ich. Völlig egal, ob das jetzt rechtlich irgendwie geregelt ist oder nicht. Das sehe ich jetzt zum Beispiel anders. Also ich
Oder ich lasse mich gern beschenken und würde auch das nicht unbedingt sagen, das geschenkt. Ich meine, die Geschenke, die ankommen, da erfolgt ja eine Selektion. Und das finde ich cool. Oder teilweise frage ich auch Dinge an und die werden mir zugeschickt. Was interessiert es mich, ob ich da hinschreibe, ob die geschenkt sind oder nicht? So interessiert ja keinen. Hauptsache, ich finde es cool und das ist meine Auswahl und das reicht dann auch schon. So wie David, wie du das jetzt gesagt hast, ich glaube, so machen das ja auch viele große internationale Blogs, wie eben The Blonde Salad. Da ist es ja völlig undurchsichtig, soweit ich das beurteilen kann, was geschenkt ist, es sei denn, es ist von einem Online-Shop, dann ist es mal verlinkt, aber es ist so ein bisschen unklar. Und ich glaube, das funktioniert in Deutschland selten. Ich meine, ihr habt auch die Kommentarfunktion ausgeschaltet, da fragt sowieso irgendwie keiner mehr nach. Ich glaube, bei vielen großen deutschen Blogs würde das nicht funktionieren, wenn man das nicht hinschreibt. Also bei mir ist es sowieso ein Sonderfall. Also Le Mans gehört ja zu Burda. Das heißt, da ist auch quasi ein Pressekodex dran gebunden. Also da werden sowieso keine Geschenke groß angenommen. Und ich glaube, das ist so ein schmaler Grat. Ich glaube, bei vielen deutschen Blogs funktioniert das gar nicht, weil die Leser immer nachfragen. Und gerade wenn es um Produkte geht, die irgendwie an 10 Blogs rausgeschickt werden, um 5 haben es reingeschrieben und die anderen 5 nicht, dann merkt das der Leser sehr schnell und kritisiert das dann natürlich auch. Okay. Gut, wie sieht es bei uns zeitlich aus? Ich habe keine Uhr an. Sehr gut. Ja, sehr gut. Gibt es bis hierhin Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Da sind die Mikros. Nein? Wir haben jetzt, ja, das funktioniert, glaube ich, nicht. Gibt es mal ab. Guten Morgen. Eine Frage an Katja Dahlhöfer. Du hattest erklärt, dass ihr so eure Measurements, also irgendwelche Return-on-Investment-Berechnungen oder Reichweitenmessungen habt, um auch mit Konzernen oder Unternehmen besser zu reden, weil ja immer schnell die Frage, was bringt es mir, was ist der Nutzen? Und könntest du da noch mal ein bisschen weiter eingehen, was da so jetzt eure Erfahrungen sind, wie ihr mehr in die Sprache geht mit den Unternehmen, um die auch zu überzeugen, dass es was bringt und wenn, was halt dieses Was-Bringen ist? Also wir arbeiten auf der einen Seite mit allen Mediaagenturen in Deutschland zusammen, die natürlich, worüber die ganzen Kampagnen gebucht werden, weil wir reden ja hier über Mediabudgets und nicht so sehr über PR-Budgets, weil für PR wollen die Agenturen ja immer nicht zahlen. Und wir arbeiten mit vielen Direktkunden zusammen, also zum Beispiel Mercedes-Benz, Hugo Boss haben wir internationale Blogger-Kampagnen gemacht, Dior, Chanel, um einige zu nennen, L'Oreal, Chibo, das sind Kunden, mit denen wir auch direkt zusammenarbeiten und die versuchen wir eben davon zu überzeugen, warum die Produktinformation, die sie publizieren möchten, am besten über junge, innovative Personen gestreut werden sollte im Mediageschäft und warum wir deswegen ihnen unsere Blogger ans Herz legen. Und was wir machen zum Mitmessen, wir haben ein Measurement-Tool in Amerika entwickeln lassen, wo dann zum Beispiel, wenn durch eine Kampagne Instagram-Fotos entstehen oder Pinterest oder Likes bei Facebook für die Marke, das können wir alles mitmessen und können dem einen gewissen monetären Wert hinterlegen und somit kommt dann ein Mediawert zustande. Also wir können dem Kunden gegenrechnen, du hast, was weiß ich, 25.000 Euro in die Hand genommen für diese Kampagne und du hast noch einen Nutzen, einen monetären Nutzen von 10.000 Euro in Form von Facebook, Friends und so weiter und so fort erhalten. Das ist das, womit wir dann versuchen, den Kunden zu beweisen und zu belegen, dass wir nicht nur glauben, dass das die richtige Initiative ist, sondern dass wir es auch schwarz auf weiß belegen können. Und das ist das, was immer mehr nachgefragt wird. Ja. Ich habe da auch noch eine Frage zu. Was heißt das dann für die Blogger, die diesen Vertrag dann eingehen mit dem Kunden? Also wird dann, wenn ich dann irgendwie eigentlich vielleicht nur in meinem Blog berichten möchte, also wird dann direkt schon abgeschlossen und vertraglich geregelt, in welchen Kanälen darüber berichtet wird, in welchen Kanälen die Kampagne dann läuft? Nein, also
A, schließt ein Blogger immer nur einen Vertrag mit uns ab. Ein Blogger schließt nie einen Vertrag mit einem Kunden ab, sondern er schließt nur einen Vermarktungsvertrag mit Glam ab. Und er ist ja immer frei zu sagen, ich möchte jetzt an diesem Programm teilnehmen oder ich möchte nicht daran teilnehmen. Also diese Möglichkeit hat er immer. Und insofern, also bei uns wird kein Blogger dazu vergewaltigt, Geld zu verdienen. Ja, das ist... Die Display-Werbung, die lassen wir auf den Seiten natürlich durchlaufen, sofern sie gebucht sind, außer ein Blogger sagt, ich will aber den und den und den Kunden eben nicht auf meiner Seite haben, muss er auch nicht begründen, ja, ist dann eben so. Dann tut uns das weh, wenn das eine große Seite ist und wenn das ein zahlungskräftiger Kunde ist, ja, und dann versuchen wir da vielleicht auch hier oder da nochmal zu überzeugen, dass das vielleicht nicht so schlau ist, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn diese Entscheidung so gefallen ist, dann machen wir das auch nicht, ja, dann belegen wir die Seite auch nicht entsprechend mit dem Kunden. Und was aber Integration, also Post angeht, da liegt die Entscheidung immer zu 100% bei dem Blogger. Das heißt, so Kanäle wie Instagram und Pinterest, die der Blogger dann ja individuell befüllt, über die noch keine Kampagnen laufen, die sind doch, dann... Doch, wir nutzen auch diese Kanäle. Also wir nutzen Twitter, Facebook-Accounts, Instagram, Pinterest. Also wir vermarkten gerade sehr erfolgreich eine Fotostory über Instagram mit. Und das läuft sehr gut, weil das Thema Bild ist gerade ein sehr großes Thema bei unseren Kunden, weil darüber sehr viel Emotion transportiert werden kann und auch Feedback seitens der User entstehen kann. Andere weitere Fragen aus dem Publikum? Da vorne ist noch eine. Die Frage geht sowohl an Katja Dahlhöfer als auch an Katja Schweizberger in dem Fall. Ich war vor ein paar Wochen auch auf Le Mats unterwegs, lese Le Mats relativ regelmäßig. Und für mich kommt die Authentizität, was das Thema Sponsored Links, Sponsored Posts und ähnliche Geschichten angeht, auch nicht um den Weg drumherum, was die Display-Ads angeht. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist dann ein Werbekunde gewesen, der so überhaupt nicht ins Konzept gepasst hat und wo ich denke, was mich auch ein bisschen stark irritiert hat, ich spreche es einfach an, es war AOK. Und ich würde gerne wissen, wie AOK denn zu einem doch sehr reichweitenstarken und vor allen Dingen sehr modisch ambitionierten Modeblog denn so passt. Das ist relativ einfach. Die AOK ist eine Versicherung, die will modisch interessierte, junge, attraktive, kaufstarke Frauen erreichen, was eigentlich fast jeder Kunde heutzutage erreichen möchte. Und wenn es die Hertha-Wurst ist, ja, also die wollen auch diese Zielgruppe haben. Und insofern wird die AOK, dann läuft dann auch auf so einem Blog wie Le Mats, kann sein, dass das eine Rotationskampagne war oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass die AOK ausschließlich auf Le Mats lief. Aber das ist gut. Und dass du dir das gemerkt hast, ist toll. Da wird sich die AOK freuen. Ja? Also, ja. Ja, aber das ist trotzdem gut. Werbung, die erinnert wird und über die man nachdenkt, ist erfolgreiche Werbung, zumindest in dem Moment schon mal für den Kunden. Ja? Also natürlich, wir haben über 400 Seiten in der Vermarktung, habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Wir haben, glaube ich, 130 Millionen Page Impressions im Monat. Klar laufen da auch mal irgendwie Kampagnen, wo man sagt, passt das jetzt? Also natürlich verkaufen wir auch Kampagnen, wo uns das Werbemittel überhaupt nicht gefällt oder wo wir das grauselig finden oder wo wir denken, da klickt keine Sau drauf, ja? Und dann fragt uns die Mediaagentur dann, wieso sind die Klickraten nicht toll, weil die leider immer noch so danach gemessen werden. Das passiert. Aber ich finde jetzt so eine AOK auf Le Mats eigentlich ganz charmant, ehrlich gesagt. Ja, gerne. Also eigentlich hat es ja schon... Genau, eigentlich passt es schon, dass du darauf geantwortet hast, weil tatsächlich die Bannerwerbung von Glam reinläuft und da waren auch schon Kampagnen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das geht zu weit, also McDonald's oder es war, glaube ich, mal ein Kloreiniger. Aber jetzt bei der AOK, das fand ich jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm.
Ich denke, das ist wahrscheinlich eines der Defizite von Clam, dass was man in einem kleineren Netzwerk besser machen kann, dass man viel gezielter die Bannerwerbung draus spielt. Also wir waren auch, während wir bei Clam waren, dann teilweise überrascht, was da auf unserem Blog so vor sich geht. Also von McDonald's oder Kick oder dann irgendein Game, was da in den Blog reinfliegt irgendwie. Das ist teilweise lustig und dann teilweise reicht es dann auch. Insofern kann man das besser machen, denke ich. Ja, also ich denke, man muss sich immer entscheiden, will man Geld verdienen, weil das sind dann eben gerade mal die Kunden, die Geld ausgeben. Ja, das ist sicherlich immer ein Spagat. Und ich würde mir auch nur schöne Werbung wünschen und nur tolle Werbung. Klar, aber wenn ich heute eine Vogue aufblätter, dann sehe ich auch nicht nur aufregende Anzeigen, muss ich sagen, und denke mir, was machen die da eigentlich? Aber es ist natürlich auch so, auf der anderen Seite ist es ehrlich gesagt eher eine ganz schöne Bestätigung für so eine Seite, wenn Kick auf Dandy Diary zum Beispiel möchte, weil die sagen, hey, das ist eine Brand und wir sind eine Brand und Marke zu Marke. Ja? Also man kann das auch immer sehr positiv sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja am Anfang gesagt, dass es die Möglichkeit gibt zu sagen, die und die Kunden, die möchten wir auf keinen Fall auf unserer Seite haben. Und oft ist es dann auch so, dass so die Site-Betreiber, auf der einen Seite wollen sie Geld verdienen, aber auf der anderen Seite wollen sie nur den und den und den Kunden. Und ehrlich gesagt, ein Chanel und eine Dior haben einfach nicht so viele Online-Kampagnen, die so das ganze Jahr durchlaufen. Das sind dann so vielleicht insgesamt 5 Stück, ja, über das ganze Jahr verteilt von beiden Marken zusammen. Und nur davon kann man leider nicht leben. Ja. Ich denke, natürlich ist das eine Gratwanderung zwischen jetzt Geld verdienen und sich für jeden Werbekunden hergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Marke Dandy Diary mit der Marke Kick so, also ich könnte mir da eine spannende Kooperation vorstellen, aber ich weiß nicht, ob Kick das so interessant fände. Das muss natürlich auch jeder Blog für sich selber wissen. Ich denke, bei einem Blog wie Dandy Diary ist ganz klar, die kooperieren wirklich nur mit ausgewählten Marken. Bei einem Blog wie Le Mats, wo es auch viel mehr in die Breite geht, denke ich, von der Leserschaft, ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Was wir für uns halt entschieden haben, wir haben gesagt, wir wollen nicht auf riesige Massen, sondern wir wollen die Qualität halten und das natürlich auch bei so Sachen wie Advertorials. Wenn man sieht, dass es Editorial-Kampagnen gibt, die dann in 50 Glam-Blogs gleichzeitig gespielt werden, wo man dann auch an der Qualität der Postings erkennt, okay, das ist jetzt auch nicht so viel Arbeit gewesen, dann frage ich mich auch immer, okay, was bringt das jetzt dem Kunden, beziehungsweise es fällt den Lesern halt auf, wenn die bei Amy und Pink das sehen und bei Le Mats und da falle ich gleich vom Hocker. Und wenn das so weit gestreut ist, dann verpufft, denke ich, auch so ein bisschen die Wirkung, beziehungsweise dann kommen wirklich die Vorwürfe so, okay, ist ein gekauftes Ding, das habt ihr reinkopiert, interessiert uns nicht. Und da, an so einer Stelle ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, okay, wir gehen nicht auf 50 Blogs, sondern wir gehen auf 10 oder 5 Blogs und machen mit denen zum gleichen Gesamtbudget lieber was Besonderes. Das Problem an der Sache ist, dass viele Kunden halt die Zahl Reichweite im Kopf haben. Das ist in Social Media ja auch so, die sagen, wir wollen bis zum Jahresende 500.000 Fans. Und das ist was wir so ein bisschen versuchen, auch aus den Köpfen der Kunden rauszubekommen, so dieses Reichweite, 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 sondern mal zu sagen, Qualität und auch längerfristige Kooperationen. Da muss ich nur mal kurz einhaken. Also die Blogs, Posts, die sind ja nicht alle gleich und das liegt ja letztendlich dann an den Bloggern daraus, etwas zu machen, weil unser Anspruch ist schon, und das sagen wir denen auch, pass auf, nicht Copy-Paste, sondern bitte schreib das so, dass das deinem Stil entspricht. Ja? Schreib das funktioniert in deiner, nur leider nicht immer. Aber dann liegt das an den Bloggern und nicht an uns. Ja? Ja, vielleicht, also Katja, du meintest jetzt schon, dass dann vielleicht oft das Problem bei den Bloggern liegt, dass eigentlich die
Vermarktungsseite von Glam aus, das ist vielleicht die Ansage ist, macht das ruhig persönlicher oder individueller, aber die Blogger es nicht so umsetzen. Vielleicht dann mal als Frage an die Blogger, wenn das große Geld auf diese Weise winkt und man irgendwie da einen Weg zur Professionalisierung sieht, werfen dann, besteht dann für viele das, die Gefahr, dass sie irgendwie ihre Prinzipien über Bord werfen, beziehungsweise muss man dann auch einfach gewisse Kompromisse eingehen, wenn man dann eben gerne das Geld verdienen möchte? Oder fährt man dann lieber eine klare Linie langfristig gesehen, um langfristig erfolgreich zu sein? Wenn es um die Authentizität geht, also natürlich, wir haben auch Sponsored Posts und das sind vielleicht auch mal Sachen, über die ich jetzt von alleine nicht geschrieben hätte, aber trotzdem finde ich die so passend zu Le Mats und kann da sagen, okay, das finde ich gut, dann passt das. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, auch wenn da jetzt wahnsinnig viel Geld dahinter wäre, über gewisse Marken prinzipiell das nicht machen, weil dann ist halt wirklich jegliche Authentizität verloren, die halt sowieso für den Leser zumindest teilweise schon eingeschränkt wirkt, weil man sich vermarkten lässt. Da gibt es auch eine schöne Geschichte von Anna Frost, Fashionpuppe. Das war keine Anfrage über Glam, aber es war eine Anfrage, ob sie nicht über Katzenfutter schreiben will. Ich glaube, es ging um 3 Artikel. Das war auch gutes Budget. Also wir hätten davon schön irgendwo hinfliegen können. Nur wir haben halt keine Katze, wir haben einen Hund. Der würde wahrscheinlich das Katzenfutter auch fressen, so wie ich ihn kenne. Der ist ungefähr so groß wie eine Katze. Nur das hat halt nicht gepasst. Und da war dann die Entscheidung zu sagen, ja, das machen wir natürlich nicht. Obwohl es ein 4-stelliger Betrag war. Kam übrigens von uns. Oh, kam tatsächlich von euch. Na gut. Ja, da war noch eine Frage im Publikum. Bitte einmal das Mikro. Ich habe noch mal eine Frage an die Runde, was so eure Erfahrungen sind. Also es gibt ja die Chanels und Hugo Boss, die schon ein bisschen verstanden haben, dass da eine interessante Zielgruppe herrscht, wie vielleicht auch schon eine AOK, was eben erzählt wurde. Aber da draußen gibt es ja noch die unzähligen anderen Modemarken, die noch nicht mal online verstanden haben. Also ich selbst blogge eher im digitalen Markenumfeld. Also wir haben eine Beratung zu digitaler Strategie und Social Media Sachen. Und hier gerade in den Hallen bin ich aus persönlichem Interesse dann mal auf Premium und Bread and Butter unterwegs gewesen, um mal Fragen zu stellen oder auch Fotos zu machen. Und selbst wenn man, also no Fotos war irgendwie die Antwort, und selbst wenn man sagt, man bloggt, man wurde noch nicht mal gefragt, für was oder wie. Also das scheint mir immer so, dass das Verständnis überhaupt noch nicht da ist und gerade so die Mainstream-Marken da noch weniger. Was sind da so eure Erfahrungen oder was glaubt ihr auch, wenn wir mal sagen, USA ist da schon weiter, Deutschland teilweise noch lange nicht. Wie seht ihr da so die Entwicklungen? Also die Frage ist, wie geht man mit Kunden um, die online noch nicht so erfahren sind? Ja, oder wie macht man Bewusstsein? Ja, Bewusstsein. Okay, wie schafft man Bewusstsein für online und Blogs? Also ich denke wirklich, dass die Amerikaner oder auch die Schweden, Skandinavier da weiter sind. Da gibt es Kooperationen in ganz anderen Dimensionen. Ich habe zumindest das, was ich so mitbekomme, so ein bisschen das Gefühl, dass das in Deutschland immer schwierig ist, weil dann immer dieses der lässt sich kaufen und so weiter kommt. Aber ich denke, wir sind jetzt da, um das zu professionalisieren. Und man sieht ja, es gibt viele andere Blogger-Relations-Agenturen, die gegründet werden, die genau das gleiche Ziel haben. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir so ein bisschen vielleicht auch die Unternehmen dazu bringen können, indem wir sie vernünftig beraten, mit Blogs vernünftig zu kooperieren und eben nicht so, wie es vielleicht die klassischen Werber oder die klassischen PR-Agenturen versuchen und was im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass es so ein bisschen schief angeguckt wird. Ja, ich denke, dass nicht bei allen Marken, auch nicht bei allen Agenturen angekommen ist, wie viel Power online haben kann oder auch Blogs haben kann. Wenn ich mir anschaue, wie viel immer noch in Anzeigen, in Magazinen, teilweise natürlich auch berechtigt, reingepowert wird. Ich meine, wenn du eine Anzeige im Hochglanzmagazin für 20.000 kaufst, dann würde ich die Kohle nehmen und die Top 5 Blogs in Deutschland vielleicht mit denen ein Projekt machen und du würdest sicherlich mehr erreichen. Ich glaube, das Wissen ist vielleicht noch nicht bei allen angekommen. Teilweise erkennt man auch an den Anfragen, dass da eine gewisse Unsicherheit besteht.
Wie trete ich heran an Blogger? Daran kann man ja sehen, oder sehen, dass das noch nicht so erfahren ist, oder die Beziehung zwischen Blog und Marke oder Agentur. Ich meine, das war über Jahre so, dass das wahrscheinlich ein relativ klares Verhältnis war. Also wenn ich eine Anzeige schalte in einem Magazin, dann kann ich auch Inhalt erwarten. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Phase unsicherer geworden für viele. Die wissen nicht wirklich, damit umzugehen. Oder es kommen auch viele Anfragen, dass man in, die denken, okay, wir machen ein schönes Blogger-Café von einer, oder, also, oder mit einer Marke irgendwie, wir basteln mit Bloggern. Wo ich mir denke, ich will nicht mit anderen Bloggern basteln. So. Also wenn ihr von mir Inhalt wollt, dann können wir darüber sprechen und können was Cooles zusammen machen, aber ich will mich nicht hinsetzen und mit anderen Bloggern basteln. So. Und teilweise auch eine Herangehensweise, die einfach, oder Beträge, die eine Unverschämtheit sind, oder Angebote, wie hier mit dem Katzenfutter, das sind natürlich alles Sachen. Aber ich denke, in der Zukunft ist da sehr, sehr viel Potenzial. Und was man noch lange nicht ausgeschöpft hat, wo der ganze Bereich hier davon profitieren wird. Ja. Also ich kann sagen, dass das Thema Blogging auf jeden Fall angekommen ist und zwar auch schon länger. Es hat etwas gedauert, weil die Unternehmen an sich nicht sicher waren, wo siedeln wir eigentlich das Thema Blogs an, weil Marketing hat gesagt, das gehört zu uns. Dann hat PR gesagt, nee, weil das gehört eigentlich zu uns, das sind ja so Schreiberlinge. Und wir haben ja den Kontakt immer zu den Journalisten. Wenn es dann aber bezahlt werden sollte, dann hat die Mediaabteilung gesagt, nee, also wenn es da um Geld geht, dann wollen wir da aber auch mitentscheiden. Also das ist die Erfahrung, die wir bei den großen Konzernen gemacht haben, die ja auch wirklich Geld dafür in die Hand nehmen. Was enorm wichtig ist, ist, dass das Thema Blogging bei den Mediaagenturen angekommen ist, weil da sitzen letztendlich die Budgets, die verwaltet werden, die eben noch nach wie vor primär in TV und auch noch in Print ausgegeben werden, natürlich online. Aber wenn wir jetzt im Speziellen über Blogging sprechen, da musste dort einfach erstmal eine gewisse Expertise aufgebaut werden. Und Mediaagenturen nehmen das Thema erst ernst, wenn es eine gewisse Messbarkeit gibt und wenn es eine Reichweite gibt. Und das gibt es jetzt sukzessive. Und insofern tun uns Netzwerke, wie ihr es eins habt oder andere Blogvermarkter, nur gut, weil somit professionalisiert sich die Branche, somit kommt mehr Geld da rein und dann können wir vielleicht auch alle ganz gut davon leben. Das heißt, diese Netzwerke, wenn es um Netzwerke geht, die, bei denen sich Blogger zusammentun oder wenn Blogger dann eigene Agenturen gründen, dass die im Grunde die Rolle haben sollen, für die ganze Branche so ein bisschen voranzuarbeiten? Oder wie funktioniert das? Ja, müssen letztendlich. Also das ist eine Aufbauarbeit, die wir leider machen müssen, die uns erstmal keiner bezahlt. Mhm. Das dauert seine Zeit, aber wir haben ja da, weil wir seit 2008 am Start sind, schon viel Aufbau geleistet oder Vorarbeit geleistet. Wenn wir heute zu Unternehmen gehen, können wir schon ganz zig Dutzende von Bloggerprogrammen zeigen. Das hilft natürlich auch viel, weil wenn ich bei Dior bin und zeige, was haben wir mit Chanel gemacht, dann denke ich, könnte interessant sein. Also einer guckt ja immer ab, ein großer bei dem anderen, und wenn der das Gefühl hat, okay, also Adidas hat auch ein Bloggerprogramm gemacht, dann traut sich auch Nike dran oder umgekehrt. Mhm. Also es ist ja immer so ein bisschen abgucken letztendlich, auch in dem Segment. Insofern, klar, müssen wir Aufbauarbeit leisten und aber das läuft eigentlich schon mittlerweile ganz gut. Und das Problem ist dann auch, dass die Blogger, wenn sie alleine ohne so eine Vermarktung oder Netzwerk oder andere, eine Agentur dastehen, dass sie dann oft ihre Preise nicht kennen. Ist das immer noch ein Problem? Oder dass sie nicht professionell genug auftreten und dass man deshalb noch eine Agentur braucht, die dann einspringt? Nö, ich glaube, dass wenn man eine gewisse Größe hat und gut vernetzt ist und clever ist, kreative Ideen hat und so, dann kann man auch selbst ein paar Euro für sich verdienen. Ja, also man muss nicht immer sich einem großen Vermarkter anschließen oder jemand, der darauf spezialisiert ist. Aber das dazu braucht man natürlich auch noch mehr Manpower. Und wenn man dauernd bloggen muss, auf Veranstaltungen sein muss, up-to-date sein muss und dann noch von Kunde zu Kunde, die sind ja in ganz Deutschland verteilt, tingelt zu den Mediaagenturen in den Medienstädten, dann ist man echt sehr beschäftigt. Ja. Das ist sehr arbeitsintensiv und auch sehr geldintensiv, dieses ganze Reisen, dass das mit sich bringt. Also man tanzt quasi dauernd auf zwei Hochzeiten und
Wer das kann, der kann sicherlich auch selbst Geld verdienen, wenn er auch die Größe hat. Ja. Wer das nicht kann oder auch nicht möchte, weil er sich als Kreativer sieht, der gerne schreibt und eben nicht als jemand, der sich selbst gerne verkauft, weil das ist ja ein ganz anderes Geschäft dann. Auch das mag ja auch nicht jeder. Der sollte sich dann doch besser jemanden anschließen, der das professionell für ihn in die Hand nimmt und ihn quasi managt. Ja. Wobei es ja dann immer noch auch das Problem gibt, dass jemand, der alleine dasteht, wahrscheinlich gar nicht die Preise für Kampagnen kennt oder den finanziellen und den Marketing-Hintergrund. Ne? Da ist es natürlich immer schön, wenn man als Blogger, Achtung, ich hasse das Wort, proaktiv auf Unternehmen zugeht und vielleicht schon irgendwie eine coole Idee hat und sagt, hey, abgesehen von, schick mir mal dein Produkt, weil ich finde das toll, vielleicht schon mit einer Idee, mit einem Konzept für eine Aktion hingeht. Es gibt ja auch auf Facebook ein paar geschlossene Bloggergruppen, wo dann immer gefragt wird, ja, wie soll ich denn damit umgehen oder hat jemand einen Kontakt zu dem und dem Unternehmen? Und da gab es neulich eine ganz schöne Frage, da hatte eine Bloggerin sich irgendein Produkt gekauft und wollte jetzt darüber schreiben und hat gefragt, ob sie denn darüber schreiben darf, wenn sie kein Geld dafür bekommt, weil sie würde den anderen damit ja die Preise kaputt machen. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, also dass sich das so komplett gedreht hat mittlerweile. Es wurde ihr dann relativ schnell auch gesagt, dass sie in ihrem Blog natürlich schreiben kann, wenn sie nicht dafür bezahlt wird. Ja, aber das meinte ich auch eben, ne, mit den, dass es so das Preisniveau auch mittlerweile genau zu einem Problem geworden ist, ja, für viele Blogger. Also da herrscht natürlich eine große Unsicherheit. Manche verkaufen sich total unter Wert für einen Produktgutschein, 20 Euro. Es gibt natürlich auch die, die sagen, ich stehe unter 10.000 Euro morgens nicht auf, also diese Naomi Campbell-Schiene. Da muss man halt gucken. Also hängt vom Kunden ab und hängt natürlich auch vom Blog ab, was man da letztlich verlangen kann. Okay, wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Frage aus dem Publikum, dann ist unsere Zeit leider hier um. Gibt es noch eine Frage? Nein? Doch, eine? Ja. Jakob, du sprichst gerade von Bezahlung für das Produkt, dass manche nicht aufstehen für unter 10.000 Euro. Ist nicht der Grundgedanke, dass ein Blogger, der über ein Produkt berichtet, echt berichtet und nicht dafür bezahlt wird, sprich durch die Werbung auf der Seite nur verdient? Ab wann ist der Bericht dann noch echt, wenn ich dafür 10.000 Euro kassiere? Ja, also auf jeden Fall ist der Grundgedanke des Bloggens, dass man über Dinge schreibt, die einem gefallen. Es ist nur bei manchen Bloggern gibt es, da kann man beobachten, es gibt so eine gewisse Gier, die sehen, ey, andere Blogs sind super erfolgreich, verdienen damit viel Geld und sagen dann, wenn man als Unternehmen oder Werbekunden anfragt, hier, willst du nicht über unser Produkt schreiben, dann sagen die, ja, erstmal mit der Kohle rüber. Also du schickst mich zwar jetzt nach New York mit Flug und Hotel, alles schön und gut, aber du musst mir trotzdem jetzt nochmal 2.000 Euro geben, damit ich darüber schreibe. Und das ist dann so ein bisschen extrem vielleicht. Ja, das ist ja eigentlich eine oft gestellte Frage mit dem Bloggen der Unabhängigkeit. Aber ich denke, es ist eine Frage, die nicht erst mit dem, oder eine Problematik, wenn es denn eine Problematik überhaupt ist, die nicht erst mit dem Bloggen aufgekommen ist, sondern seit Jahren im Modejournalismus existiert. Das heißt, wenn ich in der GQ eine S-Oliver-Anzeige mache, dann werde ich dazu sehen, dass ich dem Kunden nochmal Inhalt schaffe. Da ist die Frage, das ist Journalismus, wie wir es kennen, wie wir es bezeichnen, ist auch die Frage der Glaubwürdigkeit. Und im Endeffekt ist das, man hat erwartet oder den großen Slogan der Unabhängigkeit in das Bloggen darüber thronend lassend, aber im Endeffekt ist das einfach eine Fortführung des Modebusiness. Und trotzdem glaube ich, je nachdem wie unabhängig oder als Blog hat man weniger Abhängigkeiten wie ein Magazin. Als GQ brauche ich die Anzeigen, um weiter zu existieren. Viel mehr Kosten. Wenn ich jetzt bei Dandy Diary sage, da kannst du viel freier umherhauen und negativ schreiben, zerreißen, weil wir keine Kosten haben. Jakob und ich verdienen unser Geld nicht durch Dandy Diary, sondern durch andere Jobs, die wir machen. Insofern haben wir eine ganz andere Freiheit, mit Marken umzugehen. Was in der GQ natürlich, die werden sich hüten, über eine Anzeigenkunden etwas Schlechtes zu schreiben. Und dann ist die Frage, was
unabhängiger ist die GQ oder dann in diesem Fall Dandy Diary. Das heißt dann aber auch, dass das Argument, was du bringst, dann im Grunde nur auf Blogs anzuwenden ist, die nicht das, die Haupteinnahmequelle für ihre Autoren sind. Ne? Genau, ich meine, das ist die Kernfrage. Finanziere ich mich über diesen Blog? Habe ich einen Verlag dahinter, der mir Druck macht, dass ich da ein Advertorial mache? Habe ich ein Netzwerk, wo die sagen, hey, das ist ein guter Kunde, lass uns das mal machen? Das sind natürlich alles Faktoren, die eher dafür sorgen, dass ich abhängiger werde und ja, ein Stück weit meine Unabhängigkeit verliere. Also ich denke, jeder, der mit irgendwas sein Geld verdienen will, begibt sich in irgendeiner Form in eine Abhängigkeit, egal ob das jetzt ein Vollzeitjob ist, wo ich von dem Arbeitgeber abhängig bin oder ob das eine Werbekooperation ist. Es geht halt nicht ohne. Es wäre schön, wenn wir Geld verdienen könnten, ohne von irgendwem abhängig zu sein, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Also wenn man Geld verdienen möchte, muss man auch nach den Regeln spielen, quasi. Okay. Ja, beziehungsweise irgendjemand muss einem das Geld ja geben und von dem ist man abhängig. Das ist leider so. Wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Und vielen Dank an die Runde. Danke, dass ihr dabei wart.